Hi, wenn du deine Powermünzen noch richtig cool in Szene setzen willst, habe ich hier vielleicht genau das Richtige für dich. Und bei Power Rangers Germany findest du eine kreative und hilfsbereite Power Rangers Community. Schau doch mal vorbei. Je nachdem, wie groß das Projekt werden soll, schneidest du dir ein Stück Pappe zurecht. Und auf dieses Stück Pappe sprühst du dann ein wenig Bauschaum. Lässt das Ganze gut durchtrocknen und schnitzt es dann in deine gewünschte Form. Damit du die Powermünzen gut in das Ganze integrieren kannst, schnitzt du solche kleinen Schlitze und schrägst das Ganze an der Rückseite ein wenig an, dass sie besser anliegen. Wie ich meine Powermünzen gebastelt habe, zeige ich dir in meinem Powermünzen-Tutorial. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Als nächstes mischst du Bastelkleber, etwas Wasser, schwarze Acrylfarbe und Sand in einer Schüssel und überziehst den kompletten Bauschaum damit. Und nachdem das Ganze gut durchgetrocknet ist, kannst du anfangen, das Ganze zu bemalen. Ich habe da Weiß mit Braun gemischt und dann einfach geschaut, wie es aussieht. Im Endeffekt habe ich noch weißen Haftgrund drauf gesprüht. Wie du hier sehen kannst, das gab eine coole Steinfarbe, finde ich. Dann besorgst du dir so eine LED-Lichterkette und klebst jeweils 4 Lämpchen pro Münze auf. Im Grunde genommen war es das jetzt auch schon mit dem Tutorial. Du könntest vielleicht noch Moos aufkleben oder kleine Gräser, aber ich wollte es so lassen, weil mich das an die Steinwand aus dem Kinofilm erinnert hat. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hinterlass mir doch einen Kommentar oder schreib mir eine Nachricht, falls du Fragen hast. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut!